soll man das Geld nehmen, dort, wo es wirklich hockt und nicht bei den Frauen. Ich bin da, weil die Frauenrenten viel zu tief sind, weil Frauen sehr viel Arbeit machen, die unbezahlt ist. Und wenn wir jetzt das Frauenrentenalter noch aufsetzen, dann tut man eigentlich auf den Buckel von denen, die jetzt schon zu wenig haben, die Rente sanieren. Und das finde ich, das geht nicht. Und da finde ich, da muss man protestieren dagegen. Endlich so jetzt einmal eine Lohngleichheit mit dem Mann zusammen haben, bevor man eine AHV-Revision macht. Ich arbeite in der Pflege. Und ich kann nicht 100% arbeiten, weil ich eine Familie habe. Und ich könnte nicht überleben. Ein Referendum erreichen, im schlimmsten Fall, gell? Am Schluss, also irgendetwas. Das akzeptieren wir sicher nicht.